Nie hat er sich etwas zu Schulden kommen lassen, bis zum Juni 2018. Da hat er seine Mutter umgebracht. Vor Ort finden die Beamten eine offenbar getötete 58-jährige Frau und ihre Söhne, 22 und 27 Jahre alt, beide blutüberströmt. Die beiden Brüder machten einen aufgelösten Eindruck. Sie standen ganz augenscheinlich unter Schock und mussten auch behandelt werden. Das Verhältnis Christian zu seiner Mutter würde ich als extrem problematisch bezeichnen. Am Tattag kam der Angeklagte früher als gewöhnlich nach Hause, so gegen 15.30 Uhr nachmittags schon, wohl weil sein Handy-Akku leer war und er das Handy brauchte, um an seine TAN-Verfahren für sein Online-Banking und seine Transaktionen heranzukommen. Die Kammer hat im Urteil auch festgestellt, dass das auch so der Zeitpunkt war, wo der Angeklagte spätestens das erste Mal überlegt hat, seine Mutter an diesem Tag zu töten.